und herzlich willkommen bei autobild.de. Mein Name ist Thomas Geiger und wir sind in Pebble Beach, wo man normalerweise zurückguckt. Beim Concours d'Elegance geht es um die elegantesten, teuersten und spektakulärsten Oldtimer der Welt. Wir drehen die Uhr aber diesmal nach vorne und gucken in die Zukunft, und zwar in die Zukunft von Lamborghini. Auch die italienische Edeltochter des VW-Konzerns wird elektrisch, und mit dem Lanzador stimmen sie uns darauf ein. Es dauert noch 5 Jahre, bis diese Studie in Serie geht, aber sie gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf die 4. Baureihe der Italiener und auf das erste Elektroauto. Und es ist ein ganz anderes Auto, als alle erwartet hätten. Stefan Winkelmann, der CEO von Lamborghini, nennt es Ultra GT und hat eine Nische gefunden zwischen dem aufgebockten Huracan, dem Sterrato, und dem ohnehin schon relativ flachen Urus als mehr oder minder konventionellem SUV. Reden wir hier über ein SUV-Coupé, das sehr viel flacher ist und das tatsächlich nur 2 Türen hat. Und über ein Auto, das schon als Prototyp funktioniert. Deswegen kommt doch einfach mit und wir drehen eine Runde. Bevor wir auf Tour gehen, schauen wir uns aber erst nochmal das Design des Autos an. Der Wagen ist, egal aus welcher Perspektive, auf Anhieb als Lamborghini zu erkennen. Keilförmig mit scharfen Linien gezeichnet, und trotzdem ist er nicht ganz so provozierend, so vorlaut wie die anderen Modelle. Denn dieses Auto ist der erste sozial verträgliche Lamborghini und will es deshalb nicht ganz so wild treiben. Länge ungefähr 5 Meter, der Radstand knapp 3 Meter, das bedeutet innen ernsthaft Platz für 4 Personen. Wir haben einen Frunk und einen Kofferraum. Das heißt, das Auto ist ähnlich praktisch wie der Urus, sieht aber sehr viel schnittiger aus und sieht richtig gut nach Zukunft aus. Jetzt aber auf die andere Seite, hinters Lenkrad und losfahren. Vollkommen neue Konfiguration der Kabine. Wir kennen den Urus als praktischen 5-Sitzer, als mehr oder minder konventionelles SUV. Und wir kennen natürlich die 2-sitzigen Sportwagen. Hier findet Lamborghini einen neuen Weg. Wir haben einen 2+2-Sitzer. Wir haben tatsächlich nur 2 Türen. Und zwar nicht nur beim Showcar, sondern auch beim Serienauto. Schließlich muss sich dieses Auto vom Urus unterscheiden. Und wir haben den Vorteil, wie bei allen Elektroautos, auf so einer dezidierten Skateboard-Plattform, dass man unglaublich viel Platz hat. Wir sitzen überraschend tief dafür, dass wir noch eine große Batterie unter uns haben. Die Sitzposition wird also näher an einem Huracan sein als an einem Urus. Und die Entwickler und Designer versprechen, dass das auch so bleiben wird. Und wir haben ein vollkommen neues Infotainment und ein neues Layout. 2 große Bildschirme, Vorfahrer und Beifahrer. Und in der Mitte hier so ein fliegende Konsole, die im Raum schwebt, die so ein bisschen an ein Skelett erinnert oder eben an das Cockpit eines Düsenjägers. Ganz, ganz wenige, nur noch Bedienelemente, alle, die man fürs Fahren braucht, und das Lenkrad konzentriert. Und hier gibt es so eine Pilot Unit auf der Mittelkonsole, mit der ich das Infotainment, Klima und Co. steuere. Also alles extrem reduziert, alles sehr luftig und alles sehr geräumig. Es gibt zwischen Fahrer und Beifahrer eine Konsole, die groß genug ist, dass da eine Aktentasche oder eine Handtasche mit relativ vielen Einkäufen reinpasst. Es gibt hinten 2 sehr große und augenscheinlich bequeme Sitze mit viel Kopffreiheit. Die wird nochmal unterstützt durch das Glasdach, das den Raum Effekt vergrößert, und der Kofferraum ist so groß, dass sogar ein Surfboard reinpasst. Das Rad dann zwar mitten rein, taugt dann gleich noch als Armlehne. Ich kann auch ein Skateboard auf den Kofferraum legen, und für den Anzug oder für die feine Garderobe gibt es im Lamborghini auch einen Frunk. So, jetzt fahren wir also die Zeitmaschine, und wie so oft bei Studien relativ langsam. Das Auto ist handgebaut. Die Italiener sind froh, dass sie 5 Jahre vor Marktstart überhaupt schon was zum Fahren bekommen haben, und dafür macht die Studie einen relativ guten Eindruck. Später wird sie sehr viel besser fahren. Wir reden schließlich über die modernste Plattform, die bis dahin im VW-Konzern verfügbar ist, SSP. Mit mehr als 800 Volt Batteriespannung. Technische Daten gibt es noch nicht. Die einzige Angabe, die Lamborghini schon macht, ist 1 Megawatt Leistung. 1000 Kilowatt
1400 PS und ganz sicher vierstelliges Drehmoment. Reichweite müsste so bei 500 Kilometern liegen und Lamborghini wäre nicht Lamborghini, wenn sie das Auto bei 200 oder 250 km/h abriegeln würden. Also 300 sollten schon drin sein und was Beschleunigung angeht, da sind Elektroautos ohnehin unerreicht. Ich würde mal sagen, irgendwas zwischen 2 und 4 Sekunden, aber Lamborghini geht es gar nicht um die reinen Eckwerte, sondern Lamborghini geht es darum, diese Werte auch auf die Straße zu bringen und zwar dauerhaft. Das heißt, also es geht hier um Motor- und Batteriekühlung und solche Themen, mit denen man sich von den chinesischen Newcomern unterscheiden möchte oder von den amerikanischen. Es geht also nicht um einmal den Kick zu bieten, sondern diesen Kick lange und dauerhaft zu bieten. Und es geht darum, wirklich neue Erlebnisse zu schaffen. Deswegen geht es nicht nur darum, einfach viel Leistung ins Auto zu bringen, sondern die auf eine wirklich intelligente, pfiffige Art auf die Straße zu bringen. Torque Vectoring ist da ein Thema, das kennen wir von vielen Elektroautos schon, mal mehr oder mal weniger Mut exerziert. Lamborghini möchte da deutlich weitergehen, möchte also nicht nur die Kraftverteilung zwischen den Rädern und zwischen den Achsen regulieren, möchte auch den Motorschlupf, den Radschlupf zum Beispiel regulieren. So dass man also entscheiden kann, wie stark die Räder durchdrehen, wie viel Grip sie übertragen, wie viel Emotionen da beim Fahren zusammenkommen. Alles in allem also der Versuch, eines der emotionalsten Antriebskonzepte, nämlich hochdrehende Saugmotoren, in die Zukunft zu übertragen. Und vielleicht ist es da gar nicht schlecht, dass es noch 5 Jahre dauert, bis diese Zukunft für Lamborghini beginnt. Dann sind nämlich auch die Kunden schon ein bisschen weiter und das Mindset vielleicht ein bisschen offener. Ja, das war sie auch schon, die erste Ausfahrt mit dem Lamborghini Lanzador. Und es wird ein bisschen dauern, bis wir den Wagen wiedersehen. Schließlich brauchen die Italiener noch 5 Jahre, bis sie damit in Serie kommen. Und ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Einerseits sind sie alle stolz, dass sie die Firma neu erfinden können. Und andererseits haben sie eine wirklich schwere Aufgabe. Eines der emotionalsten Fahrzeugkonzepte in die Zukunft zu übertragen, ist nicht leicht. Und sie versuchen, ihre DNA zu behalten und das Ganze weiterzuentwickeln. Und mit diesem Auto könnte das wirklich gelingen. Das Konzept als zweitüriger Ultra GT ist zwar ein Marketingbegriff, funktioniert aber wirklich gut, weil es eine Lücke schließt, die vielleicht vorher noch gar keiner erkannt hat. Und dass Elektroautos schnell sind, das wissen wir. Dass Lamborghini Fahrwerke, Fahrdynamik, Regelsysteme gut abstimmen kann, wissen wir auch. Von daher bin ich sehr optimistisch und ich kann kaum erwarten, bis die 5 Jahre rum sind und ich tatsächlich im Serienauto ausprobieren kann, wie die Zeit sich weiterentwickelt hat und ob dieses Auto hält, was die Studie verspricht.